I'm the chopstick motherfucker. Was geht ab? Wir machen heute das nächste DLC und zwar Wham Bam Island. Wham Bam Island. Gut, dann war's. Taki Taki. Taki Taki Rumpa. Super. Besiege. Fragezeichen 1, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ah ja. So. Kann ich jetzt labern oder muss ich warte noch? Ne, der oh hängt da. Gott, was für eine Überraschung. Ich werde wer dafür verantwortlich ist. Ich schwör's. Drecksarbeit nicht mehr von irgendwelchen Trotteln erledigen. Findet mich und ich töte euch für das, was ihr meinem Vater angetan habt. So, also red weiter. Der ist auch tot danach. Red weiter. Ja, wo war ich? Ah ja, und an diesem Tag stellen die Leute Bilder von ihren Verwandten auf den Toten, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Also so wie Totenbank, verstehst du? Mhm. Und sie feiern halt ihren Tod und so weiter mit Glückseligkeit und so weiter, dass sie niemals vergessen werden. Mhm. So wie ich das jetzt weiß. Das war jetzt eigentlich alles, was ich von La Muerta weiß. Ich schwöre dir, wenn ich kann, dann würde ich mir auf jeden Fall so ein Tattoo stechen lassen von La Muerta. Ich finde das einfach geil. Okay, krass. Dann danke für die Unterrichtsstunde und rein da. Let's go! So, guck, da oben ist er. Hey, du hast genau die gleiche Idee. Drauf, Alter! Ich habe gerade 6 Textnachrichten über das Echonet erhalten. Je eine für jeden von euch Kammerjägern. Ich denke, ihr werdet sie lesen wollen. Textnachrichten. Ah ja. Sind wir jetzt hier seriös geworden, oder was? Meinst du Matt? So, warum jetzt gehen wir da wieder zurück? Gehen wir da wieder zurück! Aber kennst du sowas auch, sowas ähnliches wie Todestag oder La Muerta oder so eine andere Göttin des Todes oder sowas ähnliches? Ich sag dir ganz ehrlich, ich höre davon jetzt wirklich zum ersten Mal. Ich meine, ich habe es vielleicht mal irgendwie mal gehört, aber beschäftigt nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Okay, und was ist mit den ägyptischen Göttern? Hast du mal davon was gehört? Nö, sorry, I'm not so gebildet like you. Bist jetzt was Besseres oder was? Aber ich schwöre, weil es die alten Ägypter, die hatten echt für jeden Sache, für jede Scheiß einen Scheißgott. Ich schwöre, okay. Alles. Okay, ja, warte mal, wollen wir jetzt mit dem Hammerlock gleich die Message machen oder was da los? Ja, kommen wir, lass gehen. Wo ist der? Da. Hammerlock! Diese Nachrichten legen die Vermutung nahe, dass dem Schicksal der 6 Attentäter ein merkwürdiger Zufall zugrunde liegt. 6 eurer Verbündeten wollten euch zur gleichen Zeit helfen. Hier, diese Nachricht ist für dich. Hola Nieto. Ich habe mitgekriegt, dass ein paar Kopfgeldjäger dir ans Leder wollten. Da habe ich das Hotelpersonal angeheuert, um sie auszuschalten. Grüße, Abuela. Ich liebe dich, Abuela. Ja. Ah ja. Abuela okay. War doch Mama oder Oma. Ich weiß es nicht. Abuela. Da bin ich auch komplett raus. Nun ist es so, jetzt können wir, was ich jetzt auf jeden Fall versuchen will, wahrscheinlich werden wir eh drauf gehen, weil er Level 50 sein wird jetzt mittlerweile, aber das war es jetzt erstmal so, man kann hier, Moment, komm mal mit, das weiß ich nämlich, man kann hier, jetzt ist nämlich der Strom an und da ist so ein kleines Häuschen, siehst du das? Aber so ein ganz kleines, nicht das rote, sondern das kleine hier. Ja. Pass auf, 10 Iridium. Und jetzt Spritzenmaschine starten. Zack. Jetzt kann man sich hier mit 10 Iridium einen Injektor basteln, ja? So, Schatzspritze nehmen. Hey! So. Ich habe ihn nicht genommen. Okay, perfekt. Mit der Moment, wir müssen doch hier wieder hoch, sorry. Jetzt komm mit. Ja, warte, machen wir auch gerade einen. Nein, brauchst du nicht! Zu spät. Na, egal. Okay. Dann zeigen wir das noch schnell. Und dann versuchen wir uns nochmal am Bossfight. Also pass auf, hier gibt es überall diese Pots. Guck mal, den hier zum Beispiel. Hier gibt es 6 Pots auf der ganzen Insel. Schau mal. Hier ist einer. Zack. Ich weiß nicht, ob man das Viech killen kann, aber wenn, dann nicht killen.
Ne, kann man nicht so. Ausgewachsene Waage. So, und der fliegt jetzt. Ich kenne die Locations tatsächlich schon. Und das ist auch ein interessanter Spot, um zu farmen. Ja? Wenn man zu viel Iridium hat, wenn man sich schon alle Sachen für Iridium gekauft hat, dann kann man hier ganz easy auf Wham-Wham Island gehen und hier das farmen, was wir jetzt gleich sehen werden. Oder was du gleich sehen wirst, Monsun. Ich weiß ja schon, was passiert. Da kannst du dann auch mal... Also, ich darf noch mal anteasern, der Kichererbse 12 wird den Monsuno und mich bald unterstützen. Im Kampf... im DLC, wenn die Gegner auf unserem Level sind. So, und jetzt guck mal, zack. Schau dir das einfach mal an. So, und da kann jetzt auch mit etwas erhöhter Chance was Goldenes rausdroppen. Ja, aber ist nicht passiert. Oh, aber nochmal ein 4er Iridium, zack. Und man bekommt auf jeden Fall safe ein bisschen Iridium zurück. So, und das kann man jetzt verteilt mit allen Pots machen. Hier auf der Insel verteilt hat es außer diesem Pot nochmal 5 Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Oder waren es insgesamt 4? Ich glaube, es waren insgesamt 4. Entweder 4 oder 6. Das müsst ihr halt nochmal einfach gucken. Da hat sicherlich jemand ein Tutorial-Video hochgeladen. So. Und dann kann man da ein bisschen farmen. Ja. Wir beiden Hübschen, also sprich der Vogel hier und ich, ja, wir werden uns jetzt nochmal schnell zum Sohn des Chromorex begeben. Weil da müssen wir jetzt richtig fett die Asche bezahlen, um da reinzukommen. Nur, ich glaube wirklich, weil der Terramorphos, der ist auf jeden Fall safe Level 50, das weiß ich. Auch im Spielverlauf 1. Den kriegen wir erst wirklich gekillt, wenn man Spielverlauf 2 gespielt hat, damit man auch Level 50 ist. Und ich weiß jetzt halt nicht safe, ob der auch so hoch am Level ist. Das weiß ich jetzt allerdings wirklich nicht. Aber das gucken wir uns jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Madunho! Hallo Madunho! Nee, verpiss dich. Ich mach mit dir bescheiße kein Duell mehr. Du gehst immer auf die Kleinen. Ja, aber dann hast du Angst zu verlieren, oder was? Ja, ich hab's jetzt gehört. Ja, komm, ich muss annehmen. Achso, es... Ich hab's jetzt erst angenommen, wurde. Ja, was das denn, Monsuno? Ja, was war, ja, was war das denn? Ja, klar, ja, Monsuno, was war das denn? Ja, Monsuno, was war das denn? Ah, das war ja belastend peinlich jetzt gerade. Also an deiner Stelle würde ich kein Duell mehr machen, weil das war jetzt gerade wirklich anders peinlich, mein Freund. Ich war nicht bereit, da hat es nicht gestartet, wir können gerne nochmal... Ah ja, er war nicht bereit, ja, ja, alles klar. Okay. Kannst du gerne bei mir sehen, Alter, dass ich nicht bereit war, bei mir auf dem Video. Alles klar, okay. Ja, okay. Monsuno, ich habe natürlich auch ganz fleißig dein Video geschaut. Und warum ist denn da allgemein Borderlands? Und da ist deine Audio immer richtig bescheiden. Sprich meine. Aber das liegt ja safe an deiner Internetverbindung. Safe. Ja, Bruder, was anderes kann es nicht sein. Willst du jetzt sagen, dass meine Internetverbindung ist, oder was? Nee, nicht wegen Internetverbindung. Wahrscheinlich wird es einfach so, wie soll ich sagen, ermittelt. So, und ab diesem Moment ist Monsuno seine Audio auch scheiße. Aber egal. Wir ziehen das jetzt noch komplett durch. Moment. Ja, wir laufen richtig, okay. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Wegen den letzten 10 Minuten oder was das ist, machen wir jetzt hier nicht nochmal Cut und Party verlassen und so einen Scheiß. Nein, nein. Wir ziehen das jetzt auf korrekt komplett durch. Und dann schauen wir mal. Oder Monsuno. Monsuno. Ja, aber man hört dich wieder ganz, ganz schlecht. Ah, belastend. Belastend, Allah. So, jetzt guck mal, jetzt kann man hier Iridium hinlegen und ich bin dafür, dass du das machst. Ich habe keine 20 Iridium. Ich auch nicht. Ich auch Shisha. Der Shisha Lounge in Schwetzingen. Kennst du das nicht? Oder kennst du gar nichts? Fragt mehr, wo die Shisha Bar ist. Zack, habt ihr Spaß, schönen Abend, Schock, Alter.
sind ja Gott sei Dank nicht in der Aufnahme. Ich, mal Füße brennen, Alter. Oh, mehr glaubt an uns. Entlohnt, Alter. Oh, komm schon, oh, weiter. Tschüss, geht zwei längere Könnte. Ich bin beim Iridium, komm jetzt. Ja, ja, von was träumst du nachts, Alter? So, und jetzt, hoffen wir mal. Jetzt gehen wir zum Rad hin. Komm ran. Und jetzt? Null. Komm, inshallah nicht Level 50, weil sonst haben wir direkt verkackt. Dann können wir direkt verkaufen gehen. Er ist Level 18, was? Aber was ist denn das für ein Witz? Alter, ernsthaft? Ja, warte, jetzt ist er im Unbesiegbar-Modus, jetzt können wir gerade gar nichts machen. Der muss dieses komische Schichtzeug da abstellen. Der darf nicht mit dieser Schicht überzogen sein, dann bekommen wir ihn hin. Den haben wir aber im Stream auch schon gelegt, die dumme Ratte. Und hier kann man in der Theorie auch das unbesiegbare Warkit spawnen, gell? In Theorie? Ja. Was für eine Praxis? Hat es schon mal geschafft in der Praxis? Ja, ich nicht, aber hier andere Kollegen hier. YouTube-Streamer. Also YouTube, Twitch. Da haben schon ein paar Stück gemacht, tatsächlich. Alter, ich bin in dem drin, glaube ich. Lul, okay, er ist schon wieder im Unbesiegbar-Modus. Flo? Hm? Ich mein Lazy? Ja, was? Ich werde gerade belästigt, aber weißt du wie? Von wem und warum? Bei einem Hund. Ich glaube, der denkt, ich hab Essen. Nice, also so von wegen, dass der Hund nicht reinkommt. Hast ja aber deinem Bruder gute Kommandos gegeben. Ja, weißt du, Bruder, der macht nichts ohne Geld. Ah, ah ja, wahrscheinlich. Aber alles für Geld wahrscheinlich, alles. Oh, ich schon wieder. Ich war in ihm. Oh, Alter, ja, war ich auch dran. Das war gerade ziemlich komisch. Jetzt weiß ich, woher die Babys kommen. Ah ja. Das war, der Spruch, der war nicht gut. Da bin aber ich jetzt ehrlich zu dir. Weißen. Was ich? Wo kichere ich denn? Ja, bin ich Kicherabs oder was, Alter? Ja. Nee. Warte, Iridium, Alter. Wo ist er? Wo kommt der raus? Ich will mal mit. Ich will genau taktisch meine. Ah, jetzt. Ach, scheiße, Alter. So, er ist down. Ja, komm, wir hatten ihn fast, wir haben ihn. Ah, er ist down. So, jetzt ist alles tot, oder? Jo, müsste jetzt alles tot sein. Okay, also man bekommt tatsächlich, wenn man anderthalb Minuten im Ganzerker ist, Ganzerker-Modus, dann bekommt man tatsächlich eine Trophäe, aber das habe ich jetzt nicht bekommen. Na, egal, ich schwitze aber auch nicht so hart auf die Trophäen, da gibt es ganz andere Kaliber. So, wir sammeln hier noch ein bisschen Iridium ein. Matuno, komm, machen wir mal hier Abmordstellung, komm. Meine lieben Freunde, wir haben uns unauffällig wieder zum Kampf reingeschalten. Wir wünschen euch was. Nein, Quatsch, Matuno, hier nochmal Abschlussworte jetzt. Alles klar, vielen lieben Dank, Matuno. Wir wünschen euch was, bleibt sauber, haut rein und bis dann.
geht ab.